Und Hannoveraner Wallach von DiMaggio aus einer Rubinstein 1 Mutter. Und auch er ist hochdekoriert. Weltcup-Paar aus dem Jahr 2022. Sieger der Weltcup-Kür in London und Sieger der Western Europe League.
Das war der letzte Starter, Frederik Wandres mit Duke of Britain für Deutschland. Und wie er da steht, die Arena tobt. Und genau das repräsentiert seine Kür, diese absolute Gelassenheit, diese Durchlässigkeit, absolut gleichmäßig in allen Grundgangarten, tänzerisch, spielerisch vorgestellt mit sehr hohem Anspruch. Da kam alles zack hintereinander weg. Besonders mühelos waren seine Galopp-Pirouetten und natürlich das besondere Highlight, diese fantastischen Piaffen, geschmeidig und losgelassen. Und alles immer an der Hilfe und für den Reiter. Seine Musik war ideal abgestimmt auf die Gesamtqualität von Duke of Britain. Und der hohe Schwierigkeitsgrad, der wird sich sicherlich jetzt auch in der Notengebung widerspiegeln. Hier sehen wir es nochmal schwingend durch den Körper, nach oben vorne angelegt. Alles flüssig und fließend. Auf den Punkt ausgeritten. Bei maximaler Kadenz. Und in wenigen Sekunden wissen wir, wer den CDI 5 Sterne gewinnt. Das Endergebnis für Frederik Wandres. Total 82,805. Technisch 77,250. Künstlerisch 88,360%. Das ist der Sieg für Frederik Wandres in dem CDI 5 Sterne Grand Prix Kür auf Pferd International. Einfach fantastisch.